الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، liebe Geschwister, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie versprochen kommen wir dann in diesem Teil zu den Namen und Eigenschaften des Paradieses. Wir haben natürlich den Oberbegriff Al-Jannah. Und wie eben gehört, wissen wir, worauf dieses Wort hinweist. Und zwar, dass es auf etwas hinweist, das verborgen ist, beziehungsweise man es nicht sehen kann, weil die Buchstaben Jim und Nun in diesem Wort darauf hinweisen. Dann haben wir das Wort, oder wir haben dann die Namen Jannatul Khuld. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Suratul Furqan, Sura 25, die Unterscheidung, Vers 15. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Sag, ist das besser oder der Garten der Ewigkeit, der den Gottesfürchtigen versprochen ist? Er ist für sie Lohn und Reiseziel. Jannatul Khuld zu Deutsch sinngemäß Garten der Ewigkeit. Garten der Ewigkeit. Denn das Wort Al-Khuld oder Al-Khulud weist auf die Ewigkeit hin, weil es keinen Tod gibt im Paradies. Und am Tage der Auferstehung wird zu den Paradiesbewohnern gesagt, bevor sie eintreten werden ins Paradies, Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Betretet ihn in Frieden, das ist der Tag der Ewigkeit. Dann haben wir einen weiteren Namen, und zwar Jannatul Ma'wa. Und das Wort Ma'wa weist auf Zuflucht hin, beziehungsweise zu einem Ort gehen, in dem man Unterschlupf findet und in dem man angenommen wird und dort lange Zeit verweilt. Und es wurde gesagt, dass Jibril alaihi salam und die Engel allgemein sich in diesem Garten oder sich in diesem Paradies zurückziehen. Und auch wurde gesagt, dass die Seelen der Shuhada dorthin gehen. Dieses Paradies hat Allah subhanahu wa ta'ala an mehreren Stellen erwähnt im Koran. Eins von den Versen ist beispielsweise in Surat al-Najm, Surah 53, Vers 13 bis 15. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عندها جنة المأوى. Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen beim Sidr-Baum des Endziels, bei dem der Garten der Zuflucht ist. Dann haben wir einen weiteren Namen, und zwar ist das, was wir in unserer Sure hier gerade behandeln, und zwar Jannatu Adn. Und das wir hier behandelnde Wort, beziehungsweise das Wort Jannatu Adn, man sagt auf Arabisch, Adan al-Bilad tawattanaha. Adan al-Bilad ay tawattanaha, zu Deutsch sinngemäß, er hat sich das Land zur Bleibe ausgewählt. Das heißt, Adan oder Adan weist auf Bleiben hin. Und das heißt dann, dass Jannatu Adan das bleibende Paradies ist, beziehungsweise ihre Bewohner ewig in ihr verbleiben werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Fatir, Sura 35, der Erschaffer, Verse 33 bis 35. Jannatu Adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
Bibel. Die Gärten Edens sind es, in die sie eingehen, worin sie mit Armreifen aus Gold und mit Perlen geschmückt sein werden, und ihre Kleidung wird darin aus Seide sein. Und sie werden sagen, alles Lob gebührt Allah, der den Kummer von uns hinweggenommen hat. Unser Herr ist wahrlich allvergebend und stets zu Dank bereit. Er, der uns durch seine Huld in die ewig bleibende Wohnstätte versetzt hat, in der uns keine Mühsal widerfährt und in der uns keine Ermüdung befällt. So sagen die Paradiesbewohner. In Vers 33 sagt Allah, Jannatu Adn, und in Vers 35, der uns durch seine Huld die ewig bleibende Wohnstätte, Jannatu Adn, wurde hiermit bleibende Wohnstätte erklärt. Das heißt, Adn oder Adn weist im Arabischen auf Bleiben und auf Verweilen hin. Dann haben wir den Namen Jannatu Naim. Hier haben wir das Wort Naim, welches im Arabischen auf Genuss, Wonne und Glückseligkeit hinweist. Und im Paradies gibt es alle Arten des Genusses und Glückseligkeit, von Speisen und so weiter, da man nach jedem Bissen, den man isst, der darauffolgende besser sein wird, sodass der Genuss und die Glückseligkeit ewig und ewig steigt. Das muss man sich mal vorstellen. Dann haben sie Kleidung aus Seide, Getränke, die mit Ingwer gemischt sind. Einen Nektar haben sie darin, dessen Siegel Moschus ist, Wein, Milch, Honig und so weiter. Ihre Schönheit der Frauen und Männer wird ebenfalls immer schöner und schöner, bis in alle Ewigkeit. Die schönen Paläste aus Gold und Silber. Deshalb dieses Wort, An-Na'im, weist auf äußerliche und innerliche Glückseligkeit hin, welche nur im Paradies zu finden ist. Und ein Vers beispielsweise, der dieses Paradies erwähnt hat, in Surat al-Luqman, Surah 31, Vers 8. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es die Gärten der Wonne geben. Ebenfalls wird das Paradies auch Darul Qarar genannt. Darul Qarar. Das Wort Dar kann man mit Haus oder Wohnstätte übersetzen, und Al-Qarar weist im Arabischen auf Beständigkeit hin, und deshalb benutzte Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort, als er den Prophetenfrauen befahl, in ihren Häusern sich aufzuhalten. So sagte er subhanahu wa ta'ala, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, zu Deutsch, haltet euch in euren Häusern auf. Deshalb wurde das Paradies so genannt, Darul Qarar, weil ihre Bewohner beständig bzw. ewig in ihr verweilen werden und weil ihr Genuss und Wonne ebenfalls beständig und ewig sein wird. Und keiner soll hier das falsch verstehen und die Frauen einsperren wie ein Tier zu Hause. Nein, wir erwähnen hier nur die sprachliche Bedeutung. Ein Vers beispielsweise, in dem dieses Paradies erwähnt wurde, Surah Ghafir, Surah 40, Vers 39. Verse 39 und 40. Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Oh mein Volk! Dieses irdische Leben ist nun Nießbrauch, das Jenseits aber ist die Wohnstätte zum bleibenden Aufenthalt. Wer etwas Böses tut, dem wird nur gleich viel vergolten. Wer aber rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, jene werden dann in den Paradiesgarten eingehen, wo sie versorgt werden, ohne Abrechnung. Dann wird das Paradies auch Darul Muttaqin genannt. Darul Muttaqin. Hier haben wir wieder das Wort
Dar, was auf Wohnstätte oder Haus hinweist. Und dann haben wir das Wort Al-Muttaqin. Dieses gewaltige Wort At-Taqwa. Grob und kurz erklärt ist At-Taqwa folgendes. Also At-Taqwa kann man kurz gefasst wie folgt erklären. In drei Teilen. Erstens, das Verrichten guter Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Und innerlich erwartet man von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dafür belohnt. Zweitens, und das Unterlassen von schlechten Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und innerlich fürchtet man seine Strafe. Und drittens, man hofft, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dem Diener annimmt. Und deshalb verbindet Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung des Paradieses mit der Taqwa. So sagte er subhanahu wa ta'ala beispielsweise in Surat An-Nahl, Sura 16, die Bienen, Verse 30 und 31 und 32. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Zu diejenigen, die gottesfürchtig sind, wird gesagt: Was hat euer Herr herabgesandt? Sie sagen Gutes. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes. Aber die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser. Wie trefflich ist fürwahr die Wohnstätte der Gottesfürchtigen, die Gärten Edens, in denen sie eingehen, durcheilt von Bächen und in denen sie alles haben, was sie wollen. So vergilt es Allah subhanahu wa ta'ala den Gottesfürchtigen, die die Engel abberufen, während sie gute Menschen gewesen sind. Sie sagen, Friede sei auf euch, geht in den Paradiesgarten ein, für das, was ihr zu tun pflegtet. Auch in Surat Maryam, Sura 19, Verse 59 bis 63. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Das heißt, sinngemäß, dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten, so werden sie den Lohn für ihre Verirrung vorfinden. Außer demjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt, jene werden in den Paradiesgarten eingehen und
und ihnen wird in nichts Unrecht zugefügt. In die Gärten Edens, die der Allerbarmer seinen Dienern im Verborgenen versprochen hat, sein Versprechen wird bestimmt erfüllt. Sie hören darin keine unbedachte Rede, sondern nur Frieden, und sie haben darin ihre Versorgung, morgens und abends. Das ist der Paradiesgarten, den wir denjenigen von unseren Dienern zum Erbe geben, die gottesfürchtig sind. Das ist der knackende Punkt. Und zwar geht es hier um die Taqwa, um die Gottesfurcht. Er sagte in diesen letzten Versen: Tilka al-Jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Das heißt, als sie im Diesseits Gutes verrichteten und Böses unterließen und Angst hatten, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen nicht annimmt, belohnte sie Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Paradies. Möge Allah uns von den Muttaqun sein lassen und möge er subhanahu wa ta'ala uns unsere Taqwa steigen lassen, sodass wir in die Wohnstätte der Gottesfürchtigen eintreten dürfen. Ebenfalls wurde das Paradies Al-Husna genannt, welches auf das Beste hinweist bzw. auf das Höchste. Und jeder von uns kennt die drei Stufen des Islams: Al-Islam, Wal-Iman, Wal-Ihsan. Al-Ihsan ist das Höchste, was du erreichen kannst, und Al-Husna ist das Paradies und das Allerhöchste, was man an Genuss erreichen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Yunus, Surah 10, Vers 26: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُوا وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Ihre Gesichter werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu diesem Vers in Sahih Muslim: Al-Husna ist das Paradies. Und mit dem Wort Ziyada, was auf Zusatz und noch mehr hinweist, er sagte dazu, es ist das Schauen zu Allahs Gesicht. Und das ist der absolut höchste Genuss, den du seit deiner Erschaffung bekommen kannst. Auch nannte Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies Darus Salam. Hier wieder das Wort Dar, was auf Wohnstätte hinweist, und As-Salam ist der Frieden, die Wohnstätte des Friedens. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Yunus, Surah 10, Vers 25: Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah lädt zur Wohnstätte des Friedens ein und leitet wen er will zu einem geraden Weg. Auch sagte er subhanahu wa ta'ala in Surah Al-An'am, Surah 6, Vers 127: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn. Er ist ihr Schutzherr für das, was sie zu tun pflegten. Und die Erklärer dieses Verses haben drei Gründe erwähnt, warum Darus Salam genannt wird, Wohnstätte des Friedens. So sagten sie: erstens, weil einer der Namen Allahs As-Salam ist und das Paradies ist seine Wohnstätte, also dann die Wohnstätte des As-Salam gemeint ist Allahs Wohnstätte, die er für die Gläubigen bereitet hat. Der zweite Grund, den sie erwähnt haben, ist, das Paradies wurde Darus Salam genannt, weil der, der es betretet, verschont bleiben wird von Krankheit, Müdigkeit, vom Tod, von Schmerzen, von Prüfungen, von Einflüsterungen des Shaitans und so weiter. Denn das würde dann As-Salama im Arabischen genannt werden, was so viel heißt wie verschont bleiben von einer Sache oder geschützt sein von einer Sache. Und der dritte und letzte Grund, warum Darus Salam so genannt wird, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Salam, den Friedensgruß gegenüber den Paradiesbewohnern aussprechen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Yasin, Surah 63, Surah 36, Verse 55 bis 58:
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. Gewiss, die Insassen des Paradiesgartens sind heute in Beschäftigung und Vergnügen. Sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Sie haben darin Früchte und sie haben, was sie erbten, was sie erbeten, Friede als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Ebenfalls sagt er subhanahu wa ta'ala in Surah 33, Suratul Ahzab, Vers 44. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ihr Gruß am Tag, da sie ihm begegnen, Allah begegnen, wird sein Friede, und er hat für sie trefflichen Lohn bereitet. Auch wenn die Engel den Paradiesbewohnern den Salam aussprechen, beziehungsweise ihnen den Salam sagen, wie er subhanahu wa ta'ala erwähnte in Surah 39, Surah Az-Zumar, die Scharen, Vers 73. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Und in den Paradiesgarten geführt werden diejenigen, die ihren Herrn fürchteten, in Scharen, wenn sie dann dort ankommen und seine Tore geöffnet werden und seine Wärter zu ihnen sagen, Friede sei auf euch, gut wart ihr, so betretet ihn, ewig darin zu bleiben. Auch die Paradiesbewohner werden sich gegenseitig mit dem Salam ansprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Yunus, Surah 10, Vers 9 und 10. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht. Unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, o Allah, und ihr Gruß darin, Friede, und ihr abschließender Ausruf, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und in Suratul Waqi'ah, Surah 56, Verse 25 und 26, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Anklage der Sünde, sondern nur den Ausspruch Frieden, Frieden. Und gemeint hier mit Salaman, Salama ist das Gegenteil von dem, was in dem vorigen Vers erwähnt worden ist. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Sündhaftes, nein, sie hören darin nur Salaman, Salama, gemeint ist, sie hören darin, was ihnen ihre Freude mehrt und ihre Glückseligkeit mehrt. Möge Allah uns von ihnen sein lassen. Das sind die drei Gründe, warum Darus Salam genannt wird.
Erstens, weil es ein Name von Allah ist, Darus Salam, das Haus Allahs. Dann zweitens, weil man verschont bleibt von allem, was einen Schaden zufügt. Und dann drittens, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Salam aussprechen wird, die Engel und die Paradiesbewohner sich gegenseitig. Auch wurde das Paradies Darul Muqamah genannt. Ebenfalls hier das Wort Dar, dann Al-Muqamah. Dieses Wort kommt von Iqamah. Und Iqamah ist der Aufenthalt. Und das Paradies wurde so beschrieben, weil ihre Bewohner sich ewig in ihr aufhalten werden und weil sie sich auch nirgends woanders aufhalten wollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Fatir, Surah 35, Verse 33 bis 35. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Die Gärten Edens sind es, in die sie eingehen, worin sie mit Armreifen aus Gold und Perlen geschmückt sein werden, und ihre Kleidung wird darin aus Seide sein. Und sie werden sagen, alles Lob gebührt Allah, der den Kummer von uns hinweggenommen hat. Unser Herr ist wahrlich allvergebend und stets zu Danke bereit. Er, der uns durch seine Huld in die ewig bleibende Wohnstätte versetzt hat, in der uns keine Mühsal widerfährt und in der uns keine Ermüdung befällt. Hier in Vers 35 haben wir das Wort Darul Muqamah, was so viel heißt wie bleibende Wohnstätte. Ein weiterer Name oder Eigenschaft des Paradieses ist Al-Maqamul Amin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 44, Surah Ad-Dukhan, der Rauch, Verse 51 bis 57. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Gewiss, die Gottesfürchtigen befinden sich an einer sicheren Stätte, in Gärten und an Quellen. Sie tragen Gewänder aus Seidenbrokat und schwerem Brokat, und sie liegen einander gegenüber. So ist es. Und wir geben ihnen als Gattinnen Huris mit schönen, großen Augen. Sie rufen darin nach Früchten aller Art und sind dort in Sicherheit. Sie kosten darin nicht den Tod, außer dem ersten Tod, und er bewahrt sie vor der Strafe des Höllenbrandes als Huld von deinem Herrn. Das ist der großartige Erfolg. Al-Maqamul Amin wurde hier übersetzt mit sicheren Städte. Sicher vor was? Sicher vor dem Tod, wie erwähnt, und sicher davor, aus ihr herauszutreten. Es ist eine Position, Maqam, der sicher ist von alledem, Amin. Maqam ist die Position und die Stelle, und Amin ist die Sicherheit. Deswegen in Vers 55, sie rufen darin nach Früchten aller Art und sind dort in Sicherheit. Dann haben wir noch das Wort oder die Beschreibung Uqabat Dar. Allah nannte das Paradies auch Uqabat Dar. Und die Buchstaben Ain und Qaf und Ba weisen auf das Ende einer Sache hin.
Deswegen wird die Strafe auch Iqab genannt. Warum? Weil die Strafe meistens am Ende kommt, sozusagen nach der Sünde. Nachdem er die Sünde gemacht hat, kommt der Iqab, die sogenannte Strafe. Und die Fersen am Fuß werden im Arabischen Aqab genannt. Warum? Weil sie ganz hinten am Fuß sind, sozusagen am Ende. Und Allah subhanahu wa ta'ala nannte das Paradies Uqaba ad-Dar, weil es am Ende die Belohnung der Gläubigen sein wird, beziehungsweise nachdem sie ihre Taten verrichtet haben, bekommen sie am Ende die endgültige Belohnung und Wohnstätte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Suratu Ar-Ra'd, Sure 13, der Donner, Verse 23 und 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqabaddar. Die Gärten Edens, in die sie eingehen werden, sie und diejenigen, die rechtschaffen waren von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommenschaften, und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore. Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Und zuletzt dann haben wir den ganz bekannten Namen Al-Firdaus. Möge Allah uns von ihren Bewohnern sein lassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Kahf, Surah 18, Vers 107: Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Und in Sura 23, Sura Al-Mu'minun, die Gläubigen, Vers 11, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala einige Eigenschaften der Gläubigen erwähnt, sagte er: Ulaika humul warithun, alladhina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Das sind die Erben, die das Paradies erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß über diese Stufe des Paradieses, über Al-Firdaus. Er sagte: Es ist die Mitte des Paradieses und das höchste Paradies. Über Al-Firdaus ist der Thron Allahs. Und von ihr entspringen die Flüsse. Und wenn ihr Allah nach dem Paradies fragt, dann fragt nach Al-Firdaus. Es ist die höchste Stufe des Paradieses, weil über ihr der Thron Allahs ist. Hier machen wir die Klammer zu. Wir sind immer noch im Vers 8 von Surat al-Bayyinah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Hier haben wir die Klammer aufgemacht und die verschiedenartigen Paradiese erwähnt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Tajri min tahtiha al-anhar, durcheilt von Bächen. Zu den Flüssen und Quellen kommen wir dann im nächsten Teil inshallah ta'ala, wo sie entspringen und welche Arten es gibt von Quellen und Flüssen. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.